Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Time to E-Bike. Ich bin der Thorsten. Ich bin die Nicole. Und heute dabei, genau. Und ich bin Gabi von die Sperlinge und Tour. Genau. Wir machen heute bei dem schönen Wetter eine schöne Tour zu dritt. Und ja, bleibt dabei, folgt uns. Und immer schön dabei bleiben und nicht weggehen. Also, wir starten. Ja, wir sind auf Tour. Oh, ist mein Handy ausgegangen. Ja, super. Richtung Melle Neunkirchen fahren wir jetzt. So, die Mädels habe ich im Stepptau. Oh, die gehen mal ganz weit hinten. Ich bin schon wieder zu schnell. Ja, liebe Leute, die Tour, die wir heute fahren, die nennt sich, von Gabi zusammengestellt, Adel verpflichtet. Ja, da bin ich nochmal neugierig. Was uns da heute erwartet, wenn die Tour schon Adel verpflichtet heißt, da bin ich ja mal gespannt. Ja, lassen wir uns überraschen. Wir sind auf Tour. Oh Leute, was für eine coole Aussicht hier. Sehr cool. Schön. Ja, ein kurzes Stück, schlechte Wegbeschaffenheit hier. Aber es ist überhaupt gar kein Problem. Also hier gefällt es mir, hier braucht man nicht treten. Das ist schon ganz angenehm. Schöne Gegend hier, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir sehr gut. Ja, wie der Tourname schon verspricht, Adel verpflichtet, da sieht man schon die ersten Herrenhäuser hier. So, da sitzen wir, wir drei, wie die Vögel auf der Stange. Ich bin der Hahn im Korb. Und die Stange hält, auch mit mir. Die Nicole hat gerade gesagt, die Stange will durchbrechen, wenn ich mich draufsetze. Ja, ja. Mobb dich, ne? Aber Wetter ist sehr angenehm, es macht Spaß. Wie heißt das hier? Haus, Hof? Haus Brinke. Haus Brinke. Also echt toll, mit der Kirche so im Hintergrund und hier mit dem Wassergraben drum zu. Ist schon Adel verpflichtet, würde ich mal so behaupten. Ne? Ja. Es könnte unser neues Heim werden. Ja, ist schon schön. Gefällt. So, jetzt machen wir noch ein schönes Thumbnail hier und dann geht's gleich weiter. Was an der Tür hängt. Betteln und Hausieren verboten, das ist schon mal gut.
Hallo, ihr beiden. Ja, wenn ihr mal in der Nähe seid hier, Haus Brinke, also müsst ihr euch angucken, ist wirklich schön, also ist echt interessant. So eine Wasserburg ist das hier. Ist echt klasse gemacht, schöne alte Gebäude mit Fachwerk und so. Schöne Kapelle da gegenüber, da hinter mir. Also ist echt toll, müsst ihr euch wirklich mal angucken, wenn ihr hier seid. Also kann ich nur empfehlen. Werdet ihr später sehen in der Komoot-Tour, werde ich es ja verlinken. Und dann könnt ihr gucken, wo wir dann hier gewesen sind. Haus Brinke, Empfehlung. Was gehen die? Auf der Eierstelle. Das habe ich jetzt nicht gehört. Oh, ein paar Berge und Serpentinen gibt es ja auch. Aber wir fahren da nicht hoch. Ja, wir fahren gerade ein kurzes Stück durch Bockholzhausen. Schön auf den Sonntag bei Sonne. Schön. Da geht's hoch. Burg Ravensburg. Ravensberg. Da fahren wir erstmal gucken. Naturschutzgebiet. Ja, ihr hört es. Es ging gerade ein bisschen berghoch. Immer zur Luft kommen. Ich zeige euch mal, wie die Mädels da hochkommen. Ganz schön steil hier. Deswegen bin ich auch gerade hier im Sportmodus hochgefahren. Erstmal wieder zur Luft kommen. Ich melde mich gleich nochmal, wenn wir oben ankommen, an der Burg Ravensberg. Also ich fahre gerade Turbomodus hoch. Alter Falter, der schiebt auch wie doll mit dem Ding, ey. Fahre ich ja sonst so gut wie nie mit. Schiebt wie verrückt mit Dingen. Ja, wir befinden uns an der Burg Ravensberg. Ja Leute, wir befinden uns hier oben auf der Burg Ravensberg und das ist echt schön hier. Wir gehen jetzt einmal drum zu, ich zeige euch mal ein paar Bilder und dann geht's gleich weiter. Die Gabi wartet nämlich da unten auf uns, sie wollte hier nicht mit hochfahren, das war jetzt so anstrengend. Ja, jetzt haben wir geguckt und jetzt gehen wir wieder zurück zu Gabi. So gefällt mir das. Coole Aussicht. Sehr schöne Aussicht hier.
Da sind wir wieder. Und hinterher. Ja, da oben waren wir gerade. Auf dem Ravensberg. Burg Ravensberg. Nee, was eine Aussicht hier, herrlich. Schön. Da oben ist die Burg, wo wir gerade waren. Ja, sehr cool. Willkommen in Kleve. Moin. Moin. Schöne Häuser hier. Schön Fachwerk. Herrlich. Ja, schick. Also ganz klasse zu fahren hier. Herrlich, schön durch den Wald. Ist auch gar nicht kalt wirklich. Ist echt angenehm. Macht Laune. Richtung Halle Westfalen. Hier lang. Ja, wie so ein kleines Hexenhäuschen hier mitten im Wald. Schön. Ja, wir sind bei Kilometer 21,6. Ja, wie man sieht, die Wegbeschaffenheit, festgefahrener Waldboden hier, aber schön glatt, kann man gut fahren und macht Spaß. Macht immer noch Spaß. Ja, die Gabi und die Nicole sind noch hinter mir. Wir fahren jetzt nach Schloss Tatenhausen. Da ganz hin. Ja, liebe Leute, wir befinden uns hier am Schloss Tatenhausen. Echt schön hier. Jetzt zeige ich mal ein paar schöne Bilder.
die alte Stallung hier. Gehörte wohl noch mit zu. Für uns geht's hier weiter. Durch diese Hoppelallee. Oh, geht's aber lange gerade durch den Wald. Aber lässt sich trotzdem gut fahren hier. Bis jetzt auf jeden Fall. Echte oder irgendwie sowas ganz. Bitte einmal Stock Riesenfrau Lange. Ja, ich. Oh, schön. Schön mit Bachlauf. Steinchen. Ja, und hier wollen Nagel oder Radweg. Oh, lässt sich super fahren. Das Gerry Weber Stadion. Da ist es. Oh, Tunnel. Cool. Links. Also, schöne Fahrradständer. Haben wir es wieder. Gegenwind und bergauf. Da kommt wieder Freude auf. Ein kleiner Zwischenstopp hier am Hotelrestaurant Grünwalde. Ja, die Mädels, die müssen wir eben ihre Bedürfnisse erleichtern. Deswegen machen wir hier mal einen kurzen Stopp. Ja, und ja, ich genieße jetzt halt mal die Sonne. Ist echt herrlich hier. Ja, die Gabi hat echt eine tolle Tour zusammengestellt, muss ich wirklich sagen. Also wir haben schon echt viel gesehen. Also ist echt ganz toll. Mal gucken, was noch erwartet. Ein paar Kilometer haben wir noch. Ja, und dann, ihr seid ja dabei. Also ihr werdet es ja sehen. Also bis gleich. Was muss ich da sehen? Nicht unterhalten und quatschen während des Films? Nee. Abonnieren müsst ihr. Abonnieren auf diesem roten Punkt da unten. Da müsst ihr einmal draufklicken. Ne? Nicht vergessen. Abonnieren, sonst... Ich beobachte euch. Ja, wie ihr sehen könnt, die Pause haben wir beendet. Ja, und wir fahren jetzt ein paar Berge hoch und runter. Die Gabi muss sich schon anstrengen. Und, mal zur Info kurz, mein Handy ist fast alle von der Ladung her. Deswegen habe ich gerade mal jetzt den Smartphone-Grip dran gemacht. Es läuft nämlich jetzt alles übers Handy. Das heißt, ich habe einmal Navigation laufen. Von Komoot, kann aber auch dementsprechend jetzt alles anzeigen lassen. Ja, funktioniert gut. Und Handy wird geladen nebenbei. Ja, also die Aussicht hier, die kann sich mal echt sehen lassen, muss ich mal so sagen. Das sieht schon gut aus. Echt weite Sicht hier. Sehr schön. Es geht weiter Richtung Werther Westfalen. Hier hoch. Mega coole Aussicht. Jetzt kurz vor Werther. Ja, schön an so einem Bach lang hier, herrlich. Schön.
hier ein Wetter wäre, muss ich erstmal jetzt schön ein Eis holen. Schön hier an der Kirche, so wie es aussieht. Oh, ist auch voll. Guckt sie das an. Ja, so wie es aussieht im Eis, wird heute nichts. Die Schlange ist immens lang. Also so lange wollen wir jetzt nicht warten. Also das wird für heute erstmal aufgegeben. Das nächste Mal. Ne? Ja, es ist echt voll, wie man sieht. Ja, egal. Wir fahren weiter. Ja, mit dem Eis, das war leider nichts. Bin ich ein bisschen enttäuscht, aber kannst du machen nichts. Oh, altes Postamt hier. Schön. Ja, und ohne Eis geht's wieder raus aus Werther. Herrlichste Aussichten hier wieder. Päuschen und dann gleich Feierabend. Ja, kurz vor dem Ende der Tour. Gerade noch eine Bank hier erwischt. Machen wir jetzt noch eine kleine Rast. Ja, und die Mädels, die kommen da. Hallo. Na, ihr beiden. Ja, liebe Leute, wir sind angekommen an der letzten Bank und machen gerade mal eine Radlerpause, wie man sieht. Naja, tanzt natürlich wieder aus der Reihe, war ja klar. So ist halt die Gabi. Ja, die Tour an sich war echt klasse. Also echt recht bergig hier, ne, muss ich sagen. Aber also total schön. Anstrengend hoch, aber danach hat man eine herrliche Aussicht. Falls man mich nicht verstanden hat. Weiß ich nicht. Okay, also es ist total schön hier. Man muss zwar dann die Berge hochstrampeln, aber man weiß, danach hat man eine herrliche Aussicht. Ja, wie gesagt, hat Spaß gemacht, die Tour. Die Gabi hatte ja geplant, die Tour. Und ja, war gut zu fahren, hat Spaß gemacht. Und wer mal nachfahren möchte, kann gerne mal gucken. Bei Komoot ist die Strecke hinterlegt. Da könnt ihr gerne mal gucken. Entweder bei mir oder bei der Gabi, da wird sie wohl zu finden sein. Ja, und genau, was wir noch erzählen wollten. Wir sind ja heute gefahren ohne den Helmut. Der Helmut liegt ja im Krankenhaus. Ne, ja. Gabi? Ja. Genau. Und der Helmut, der wird der operiert oder? Der wird operiert. Ja. Der wird operiert. Also soll operiert werden. Ja. Genau, soll operiert werden. Ist gerade noch so ein bisschen eine Vorbehandlung. Ist im Krankenhaus und konnte leider jetzt halt nicht dabei sein. Und in diesem Sinne wünschen wir auf jeden Fall erstmal eine gute Besserung und werde bald wieder fit, dass du demnächst wieder dabei bist, wenn wir unsere Touren fahren. Ne? Kann man das so sagen? Auf jeden Fall, Helmut. Ganz liebe Grüße. Genau. Alles Liebe und Gute. Wir sehen uns ja demnächst wieder. Ne? Und ich würde sagen, das war erstmal ein gelungener Tag heute. Möchtest du noch was sagen? Nee, war schön mit euch. Ja, natürlich. Hat richtig Spaß gemacht. Die 5 Euro gebe ich dir später. und ich musste nicht alleine fahren. Nein, das brauchst du auch nicht. Nee. Wir haben es ja auch nicht so weit hierhin und hat ja auch Spaß gemacht. Ne? Ja, war schön. Ja. Das machen wir auf jeden Fall mal öfters. Ja, wie gesagt, hat Spaß gemacht. Oh, ich habe schon wieder Zunge im Knoten. Ein Knoten in der Zunge. Ja, so erst denken, dann reden. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, was ich eben schon gesagt habe, abonnieren nicht vergessen. Ganz wichtig bei Time to E-Bike und natürlich bei der Gabi Spellinger und Tour. Werde ich mal verlinken in der Videobeschreibung. Also bitte abonnieren. Daumen da lassen und abonnieren. Ganz wichtig. Kostet kein Geld, kostet kein gar nichts. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Kurz vorm Ende. Oh, hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Knieschmerz war wie die Hölle, aber ansonsten echt Laune gemacht. Das tat wieder richtig gut. Ja, in diesem Sinne, bis zur nächsten Tour. Ciao, euer Thorsten.